Hallo zusammen, mein Name ist Florian Pommert. Ich bin Mitglied in der Jiu-Jitsu-Nationalmannschaft in der Disziplin Fighting. Ich zeige euch heute ein sportartspezifisches Kraftausdauertraining. Dafür braucht ihr nur ein Gummiband, was ihr ein bisschen auf Spannung bringen könnt. Der Vorteil von dem Gummiband hier ist, dass praktisch die Enden aus demselben Stoff sind wie unser Gi, sodass wir daran auch gleichzeitig unsere Griffkraft trainieren. Ich habe mir das so vorgestellt, wir machen jeweils also drei Sätze mit Wiederholungszahlen von 20 bis 30 Stück, zwischendurch immer eine Pause von einer Minute. So. Das Ganze dauert ca. 60 Minuten und beinhaltet 10 Übungen. Viel Spaß! So, wie ihr sehen könnt, ich habe mein Widerstandsband, mein Gummiband heute mal an den Baum befestigt, weil ich im Freien trainiere. Natürlich könnt ihr das, wenn ihr daheim irgendwo eine feste Stelle habt oder sonst wo bei euch zu Hause im Garten, schaut, dass ihr einen stabilen Gegenstand findet, wo ihr praktisch das Gummiseil rummachen könnt, damit ihr damit ordentlich trainieren könnt. Wenn ihr nirgendwo was habt, ihr vielleicht irgendwie einen Trainingspartner zur Hand habt, Partner, Geschwisterteil, Elternteil, könnt ihr auch gerne das Band am anderen Ende in die Hand nehmen, sodass ihr ein ordentliches Widerlager habt und eure Übungen schön machen könnt. So, erste Übung, Rudern. Zweite Übung, das Band von euch wegdrücken wie beim Bankdrücken oder wie ihr es für einen Fauststoß benutzt. So, nächste Übung, dritte Übung, Reverse Butterfly für die hintere Schultermuskulatur und oberen Rückenbereich. Vierte Übung, für den Brustbereich jetzt. Als Gegenübung Butterfly vorwärts. So, wir gehen jetzt in die Rotation für die Rumpfmuskulatur. Davon machen wir je drei Sätze auf der einen Seite und drei Sätze auf der anderen Seite. Jeweils wieder mit unseren Wiederholungen 20 bis 30. Und auf geht's. Gut, wir fangen jetzt an mit den richtig sportartspezifischen Eingängen. Wir fangen an mit dem Basis-Uchikomi, also dem der klassischen Aufziehbewegung. Hier könnt ihr auch variieren, wie ihr den Stoff greift. Stellt euch einfach vor, ihr habt euren Partner vor euch, greift ihn einmal am Ärmel und einmal am Revers, sodass ihr schön die Aufziehbewegung durchführen könnt. Gut, wir sind weiter im Part 2. Jetzt üben wir einen Wurfeingang nach vorne, wie zum Beispiel einen Schulterwurf oder einen Schrittstellungswurf. Könnt ihr variieren, wie ihr da eingeht. Prinzip aber Wurf nach vorne. Und los geht's. Gut, eben hatten wir einen Wurf nach vorne. Jetzt eine Wurfkombination nach hinten. Kombination aus einer kleinen und einer großen Innensichel. Kojigari, Ojigari. So, wir machen jetzt nochmal eine Übung für Part 1, praktisch eine Fauststoßkombination. Ihr werdet es im gesamten Training feststellen, dass ihr so ein bisschen mit der Spannung des Widerstandsbandes ausprobieren müsst. Schaut mal, wie es sich für euch gut anfühlt. Vielleicht ist manchmal ein bisschen zu viel Spannung drauf. Vielleicht müsst ihr das Ganze anpassen, ein bisschen mehr Spannung drauf nehmen. Ihr werdet aber auch merken, dass der ganze Körper immer mit involviert ist, weil einfach die kleinen Muskulaturen auch immer den ganzen Körper noch stabilisieren müssen während der Übungsausführung. Jetzt Part 1, Fauststoßkombination. Noch eine Übung für die Schulterrotatoren.
gerade die Rotatorenmanschette wird oft vernachlässigt im Training. Die wollen wir gut stabilisieren, damit wir möglichst stabil für uns am Part 2 sind. Also wie ihr eben schon gesehen habt, ich habe jetzt meistens nur jeweils eine Seite vorgezeigt. Natürlich immer beidseitig trainieren, ja? Nicht nur die rechte Seite, sondern auch die linke Seite trainieren, weil wir sonst eine Disbalance uns aneignen, das wäre schlecht. Also immer beide Seiten trainieren, links und rechts, jeweils die gleiche Wiederholungs- und Satzzahl. So, das war mein heutiges Workout. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Natürlich könnt ihr die Übungen auch immer noch variieren, verschiedene andere Übungen mit einbauen mit dem Gummiband, was euch so einfällt. In diesem Sinne, bleibt gesund und haltet euch fit.